Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Informationsvideo zur aktuellen Smart TV Serie von Dion. In meinem Fall habe ich hier ein Gerät der Serie Smart XT. Ihr könnt die folgenden Informationen aber durchaus auch auf viele weitere aktuelle Smart TV Fernseher von Dion anwenden. Ich möchte euch heute nämlich mal zeigen, wie ihr die TV-Senderlisten bearbeitet, unabhängig davon, ob ihr euren TV-Empfang über Satellit, Kabel oder über eine terrestrische Antenne realisiert. In jedem Fall könnt ihr ja über die List-Taste auf der Fernbedienung eure Kanalliste aufrufen. Ja, und die ist leider in den Standardeinstellungen, egal ob ihr einen komplett manuellen Suchlauf macht oder ob ihr eine Netzwerksuche macht, also die Daten aus dem Internet beziehen lasst, ist die relativ unsortiert bzw. unüblich sortiert. Man hätte hier als deutscher Fernsehzuschauer eigentlich auf Platz 1 und 2 was anderes erwartet, nämlich ARD und ZDF. Das können wir aber manuell alles nachholen. Und zwar, indem wir jetzt, wenn wir im normalen Fernsehmodus sind, wie ich jetzt, wie gesagt, die List-Taste auf der Fernbedienung drücken, dann sehen wir unsere Kanalliste und können dann mit der blauen Taste auf der Fernbedienung in den Sender-Bearbeiten-Modus wechseln. Und dann gehe ich jetzt mal hier mit der Richtungstaste nach ganz oben, weil ich zum Beispiel Sat.1 von der ersten Position weghaben möchte. Den möchte ich verschieben und dazu, ihr seht es schon unten in der Legende, drücke ich die gelbe Taste auf der Fernbedienung. Dann kann ich mit den Richtungstasten nach oben oder unten Sat.1 jetzt auf eine beliebige Position schieben. Ich könnte auch eine Nummer direkt auf der Nummerntastatur der Fernbedienung eintragen. Ich schiebe die jetzt aber mal lieber manuell hier runter. Zum Beispiel hier auf die Position 22, drücke OK und Sat.1 ist ab sofort auf der Position 21 zu finden. Das gleiche mache ich jetzt natürlich auch nochmal mit der ARD bzw. ZDF, wenn ich sie finde. Denn das erste gehört hier nicht auf Position 42, sondern auf die 1. Deswegen drücke ich auch hier nochmal die gelbe Taste auf der Fernbedienung und kann jetzt zum Beispiel mal die 1 direkt drücken. Dann seht ihr, dass das erste auf diese Position verschoben wurde schon. Ja, und so könnt ihr jetzt entsprechend eure Senderliste anpassen. Ihr könnt Sender auch komplett rauslöschen. Wenn ich jetzt hier Kabel 1 beispielsweise nicht haben möchte, dann könnte ich die rote Taste drücken. Bestätige das nochmal mit OK, diese Abfrage, und der Sender wäre anschließend weg. Wenn ich einen Sender nur vorübergehend deaktivieren möchte und den nicht direkt vollständig löschen möchte, dann kann ich den auch überspringen. Dazu wähle ich den Sender hier aus der Liste, zum Beispiel Nitro, und drücke dann die blaue Taste auf der Fernbedienung. Der bleibt jetzt zwar in der Senderliste, behält auch seine Nummer 8 in dem Fall, wird aber beim Durchseppen, sage ich mal, durch die Programme ganz einfach übersprungen. Wir können ihn aber durch manuelles Drücken der 8, also durch manuelles Aufrufen der Sendernummer über die Zahlentastatur weiterhin erreichen. Entsperren können wir den natürlich auch wieder mit der blauen Taste. Und ja, damit habe ich euch eigentlich sämtliche Funktionen schon gezeigt. Der Dion-Fernseher, der hält sich da übersichtlich und schlicht, was die Bearbeitungsfunktionen angeht, aber bringt eigentlich alles mit, was man braucht, um seine Senderliste anzupassen. Was ein bisschen fehlt vielleicht, ist, dass man mehrere Sender nicht auf einmal markieren kann und die rüberziehen kann. Aber das macht man ja auch nur einmal und nicht jedes Wochenende seine Senderliste anpassen. In die Favoritenliste hinzufügen können wir einzelne Sender übrigens auch. Wenn ich jetzt Anixe HD in meine Sonderfavoritenliste rüberschieben möchte, die noch leer ist im Moment, dann würde ich die grüne Taste drücken und der Sender wurde mit einem Herz markiert. Das gleiche mache ich nochmal hier bei One und Dreisat HD. Diese Favoritenliste, die kann ich jetzt, wenn ich nochmal die List-Taste drücke und dann die grüne Taste drücke, hier nämlich aufrufen. Da kann ich mir dann noch eine spezielle Liste von meinen Lieblingssendern zusammenstellen, damit ich nicht so lange durch die anderen durchschalten muss. Eine Möglichkeit, die Senderliste zu exportieren und später wieder zu importieren, weil wir das Gerät zum Beispiel in die Werkseinstellungen zurückgesetzt haben, haben wir jetzt hier in den normalen Einstellungen leider nicht. In den normalen Einstellungen sage ich dazu, denn es gibt auch noch den Hotelmodus. Komischerweise hat Dion diese Funktion, die Senderlisten zu exportieren und wieder zurückzuladen, tatsächlich im Hotelmodus versteckt. Den könnt ihr erreichen, indem ihr nochmal die Einstellungen aufruft und dann die Zahlenkombination 4588 auf der Zahlentastatur eintippt. Dann kommt ihr in den Hotelmodus.
welchen ihr hier erstmal aktivieren könnt. Dort müsst ihr dann natürlich aufpassen, dass ihr euch den Fernseher nicht zu sehr beschränkt, aber zumindest zum Exportieren und wieder Importieren der Senderliste reicht das. Dazu geht ihr nämlich hier unten auf die Datenverwaltung und könnt dann hier tatsächlich eure Senderliste und übrigens auch die Einstellungen des Fernsehers auf einen USB-Stick exportieren. Der muss natürlich angeschlossen sein, ansonsten schlägt das hier fehl. Genauso könnt ihr das Ganze anschließend wieder zurück importieren, eine entsprechende Datei, wenn ihr einen USB-Speicher mit einer solchen drauf angeschlossen habt. Das habe ich jetzt nicht gemacht, deswegen ist er verwirrt und startet einfach mal neu. Ja, das soll es erstmal dazu gewesen sein. Mehr gibt es zum Bearbeiten der Senderlisten erstmal nicht zu erzählen an eurem Dion Smart TV Fernseher. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen, diese Information. Für viele weitere Informationsvideos zu der aktuellen Smart TV Serie von Dion schaut gerne auf meinen YouTube-Kanal oder in der entsprechenden Playlist. Unten alles in der Videobeschreibung verlinkt vorbei. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag, eine gute Nacht, was auch immer ihr gerade so Feines treibt und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!